Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy, zu einer absoluten Late-Night-Folge. Und das passt wunderbar, denn Layton ist mit dabei. Hallo. Das gibt's doch gar nicht. Das stimmt nicht. Ich bin gar nicht da. Und nicht nur Layton ist da, sondern wir haben auch einen Special Guest, der heute einfach so von der Seite mit reinschaut. Liebe Shadow, hallo. Ich wollte gehen. Ich möchte das nur kurz anmerken. Die Frage ist auch, was soll ich denn sagen, wenn ich nicht sehe, was hier tut? Und deswegen werde ich Layton beordern, einfach das Match zu streamen über Discord. Ist das nicht fabelhaft? Wunder der Technik. Nee. Denn, Freunde, wir haben was Besonderes vor. Ihr seht es schon hier. Ich habe ein Wii-Angriffsdeck gestartet. Layton hat nämlich eine bestimmte Frage. Layton, was wurmt dich? Was möchtest du gerne herausfinden? Ich möchte wissen, ob man, wenn man die Fähigkeit hat, von X-Karten und GX-Karten nicht angegriffen werden zu können, ob man dann mit Wii-Karten angegriffen werden kann. Und genau das finden wir heraus. Und deswegen, Layton, kann ich dich kontaktieren? Kann ich dich herausfordern? Fordere mich heraus. Achso, Leute, übrigens, US-Wahl läuft, ne? Ich sag's nur, also, es ist spiegelverkehrt, verdammt. Egal. So, Layton, ich bin sehr gespannt, was du uns hier bietest. Ja, das freue ich mich auch. Ich habe irgendwelche Trainerkarten genommen. Ich habe den Münzwurf gewonnen. Ich möchte bitte anfangen, danke. So. Okay, das ist jetzt nicht so der beste Start, aber das ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Also ich greife dich mit Wii-Karten an, richtig? Erst, wenn ich das Gengar habe. Ja, ja, okay, das können wir ja machen. Das ist ja kein Stress. So. Süße Pikachu-Münze hast du da. Dankeschön. Oh, was habe ich denn hier Schönes? Okay, wir machen erstmal das hier. Warum sieht das Dick da so hässlich aus? Hallo. Ben, kannst du mir das Dick da nochmal näher zeigen, bitte? Wir nehmen mal das hier. Das Dick da. Boah, Pekko V. Oh, wir können uns gleich noch was Zweites snacken. Ja, das gefällt mir natürlich. I like it. Und dann nehmen wir natürlich, wenn wir gegen Layton spielen, Lucario V. Genau. Sehr schönes Pokémon. So, was brauchst du? Ich kann meinen Gengar. Ich kann dich eh noch nicht angreifen. Okay. Noch nicht. Aber das ist alles okay. Alles okay. Denn ich kann hier eine Trainerkarte ziehen. Oh! Natürlich ziehe ich das Pokékit. Natürlich. Achso, okay, ich verstehe warum. Ja, sehr clever, sehr, sehr nice. So, und ich gebe auch gar keine Energie aus. So, sehr schön. Layton hat den Sound gar nicht, die Musik gar nicht an. Das ist so anstrengend. Was? Ja, weil das. Was hast du nun an? Wow. Oh, wow. Zwolok auch noch. Hast du eigentlich das Glurak auch in das Deck gepackt? Nein, das habe ich nicht ins Deck gepackt. Aber dafür habe ich diese tolle Karte hier. Ness Rainbow. Na. Das ist ja insane. Was kann die überhaupt? Die kann richtig geile Sachen, kann die. Du kannst Energiekarten suchen. Und Dynalos Wii. Genau. Mal vor, du bist in so einem ernsthaften Kampf und du sitzt so mit deinem Pizza und der andere füllt seine Bank mit so Wii. Ja, ich hab mal dein Deck gemischt. Dankeschön, das ist sehr nett. Was du sowieso machen musst, weil du das Pokémon-Kit einsetzt. So, Nebulak kommt. Achso, du musst jetzt erstmal entwickeln. Ist das ein englisches Nebulak? Nee, okay, ich bin komplett verwirrt. Ich habe gerade irgendwie Ghastly gelesen und HP 40. Weiß auch nicht warum. HP 40. Genau. So. Weiter geht's. Ach, machst du mit Facecam? Ich mach mit Facecam, ja. Oh, dann können die Laytons Avatar gar nicht sehen. Das können die. Ich kann es ganz kurz gerne zeigen. Hier, jetzt sieht man's. Mario! Aber Leute, Mario ist doof. Und overweighted. Und wir sind alle Team. Hast du schon alles, was du brauchst eigentlich? Nein, hat denn. Ja, doch. Eigentlich schon. Ja. Wobei, ist das eine. Ich weiß nicht, wie viel Energien das braucht. Aber vielleicht ist auch eine Poke-Power, dann brauchst du ja keine. Das stimmt. Ach, Katapult, war das süß.
Oh, hast du es nicht auf die Bank gelegt? Ja, vielleicht. Cool, ich kann mich entscheiden. Ich weiß doch nicht so genau. Das Pokekind. Yay! Und da ist die Karte. Das ist natürlich Fail gewesen wäre, wenn jetzt eine Karte, die du brauchst, im Dings gewesen wäre. Ja, das wäre nicht so. In den Preiskarten. Dann geht's jetzt gleich los, Leighton, ha? Das geht gleich richtig los. Aber sollte ich nicht vorher deinen Bidiza wenigstens besiegen? Ja, ne? Das wäre doch sinnvoll. Nicht. Ja. Mach's down. Down, down, down to the bottom of the sea. Das Pokekind. Geraldine. Warum hast du nicht einfach direkt beide Pokekinder geholt? So, doch. Erstmal den lieben Hop einsetzen. Ja, yeah, Hop! Und dann ziehen wir natürlich. Niemand mag Hop. Hallo? Das ist absolut eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht. Wir alle lieben Hop. So. Jetzt hast du dem Ding aber auch Schaden gemacht. Ja. Hättest du nicht mal lieber dem Ding Schaden gemacht? Nein. Du willst halt auch noch gewinnen. Obwohl Layton einfach nur mit dir was versuchen will. Nein, so will ich nicht. So eine Person. So, Achtung Leute, jetzt kommt's. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eines deiner Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du 6 Schadensmagen beliebig auf die Pokémon GX oder Pokémon X legen. Ist er jetzt in der Lage, auch aufs Wii-Pokémon das zu legen? Ja oder nein, Layton? Ich bin nicht dazu befähigt. Wirklich nicht? Er kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Nicht. Oha! Das ist ja mal mega OP. Das finde ich halt echt bescheuert, ganz ehrlich. Wow. Naja, vielleicht vielleicht ist das halt eine Karte, die man nutzt, wenn man. Ich weiß ja nicht, wie das bei Pokémon-Turnieren ist. Vielleicht gibt es da spezielle Pokémon GX und Pokémon GX Tag Team Turniere. Und wenn du das dann vorher weißt, dann nimmst du das Gengar halt mit. Ja, I see. Das kann sein. Es ist ja auch aus genau der Zeit, in der GX-Karten und X-Karten noch gespielt werden. Das ist ja wie mit all den ganzen Karten von wegen, hier Ultra-Bestien, bla bla, ja, oder genau. Mit Tag-Team-Karten. Aber ich finde es trotzdem blöd, dass sie das so gelöst haben. Also da hätte es durchaus andere Wege noch geben können. Ja, die Frage ist halt, klar, für Turniere ist das ein bisschen blöd, aber dass man vielleicht online das dann nicht verhindert, so dass man das trotzdem einsetzen kann. Ja. Absolut. Aber wer weiß, als die Karten sozusagen programmiert haben, gab es da schon Wii-Karten? Wann? Als es GX und EX-Karten nein, gab. Nein. Wii-Karten kamen, glaube ich, das heißt, erst mit Schild und Schwert und Schild. Aber da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich glaube aber schon. Aber dann haben sie wahrscheinlich einfach das nicht mehr umprogrammiert. Oder das ist einfach so fest programmiert und sie haben es nicht mehr geändert. Ja, das kann natürlich durchaus sein. Ich aber auch einfach um. Ich meine, es gibt doch auch so eine Art Turniermodus in dem Spiel, wofür du diese Tickets immer bekommst. Ja. Vielleicht deshalb auch, damit das so regelkonform bleibt. Confirm. Confirmed. Das Pokekind. Layton, wir müssen uns beeilen. Schaffe ich das noch vor 0 Uhr? Das ist ja. Also wenn ich das noch schaffe, holy moly, ey. Das muss ich so erst 11:55. Direkt online stellen. Ich wollte ja noch einen Booster eigentlich öffnen. Das mache ich ganz schnell. Das mache ich richtig schnell. Sagte er, dann war es Shiny Glurak. Schwierig. Wo ist denn die Weiterentwicklung von Katapultra? Die wollte ich doch eigentlich spielen. Habe ich die nicht mit im Deck? Das wäre ja sad. Das ist schon okay. Ach, stellt euch mal vor, man hat ein Deck wirklich nur aus Wii-Karten. Ist halt schon ein bisschen brutal. Ich finde es schön, dass Layton. Geht ja gar nicht. Ich finde schön, dass Layton den Bossmann nochmal dazu geholt hat. Ja. Das stimmt. Jetzt müssen wir uns aber langsam mal beeilen. Das ist übrigens gut. Das ist ein sehr, sehr geiles Item übrigens, was ich gerade angelegt habe. Der Leichtstein. Es hat keine Rückzugskosten mehr. Trash.
Das ist nicht Trash. Aber hat keiner von euch das unverwüstliche Amulett? Diese Dreckskarte, ich hasse die, wenn ich die nehme. Dreckskarte! Das ist genauso wie die Timurpel-Karte. Setz bitte nicht... Oh, leck. Nebel des Grauens! Ding. Ja, aber das ist voll. Also, wenn man jetzt gegen ein normales Deck spielt, ja, kann das voll krass sein. Das stimmt. That's true. Vielen, vielen Dank, Laden. Wir haben es mal probiert. So, jetzt, was für eine Energiekarte, Leute? Lasst uns schnell, schnell, schnell. Psycho. Oha! 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 Bund der Gleichgesinnten, Sonne, Mond oder flammende Finsternis? Flammende Finsternis. Michael? Ja, Laden hatte schon was gesagt. Okay, okay, ich sage übrigens Elektro als Energie. Nee, Kampf natürlich. Ich habe gerade mit Kampf gespielt. Hallo? Es ist Elektro! No! Aber zwei seltene Karten. Lamelux ist neu, Gelatropo ist neu, Bautz ist neu. Und dann haben wir einmal als seltene Karte ein Schlaraffel als Reverse. Wow. Mit Ohrfeigen und Abhauen. Das macht 100 Schaden, obwohl man dann alle... Das Pokémon muss man auf die Hand nehmen und alle Karten an dem Pokémon. Das ist ein bisschen heftig. So gehe ich auch mit Konflikten um. Ohrfeigen und Abhauen. Und dann haben wir noch eine Regular Rare Hydra Gill Karte. Die ist aber nicht gut. Mein Gott, die ist ja richtig, die ist ja richtig wack. Okay, Leute. Das war's ganz schnell mit dieser heutigen Folge. Tut mir leid, dass das so ganz spontan kam und so kurzfristig. Ich hoffe, ich krieg's noch schnell online. Ich wünsche euch nur das Beste. Morgen hören wir uns sicherlich wieder. Ich hoffe, dann nicht ganz so spät. Dankeschön an Shellum. Dankeschön vor allem an Layton natürlich, dass ihr hier dabei wart. Krieg ich 50 Euro? Ja. Und damit sage ich gut, macht das gut, ein bisschen euer Gigi. Das ist jetzt im Video, ne? Du musst mir 50 Euro geben. Ja, in was? In welcher Form? Das haben wir in Naturalien, in anderen Dienstleistungen. Das haben wir noch nicht besprochen. Ja, ich habe gesagt, 50 Euro.